200 Euro mehr Altersrente nach einer EM-Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eines vorab, nichts für schwache Nerven, dieser Fall, den ich Ihnen jetzt hier mal ganz kurz schildern möchte. Wir haben über rentenbescheid24.de im Januar 2020 eine Anfrage bekommen: Herr Knöppel, können Sie uns bitte helfen, oder können Sie mir bitte helfen? Ich möchte bitte eine Erwerbsminderungsrente beantragen. Ich bin krank, 61 Jahre alt, also über 61 Jahre alt. Ich habe einen Grad der Behinderung von 50, also schwerbehindert, und ich beziehe bis zum 30. August 2020 Arbeitslosengeld 1. Gesagt, getan, wir haben den Rentenantrag gestellt, und zwar sollte die Erwerbsminderungsrente nach dem Willen unseres Mandanten am 1. April 2020 beginnen. Parallel dazu haben wir zur Erwerbsminderungsrente, weil ja das Arbeitslosengeld am 30. August auslaufen sollte, noch eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit Beginn 1.9.2020 beantragt. Unser Mandanten war zu dem Zeitpunkt aufgrund der anwaltlichen Beratung klar, dass die deutsche Rentenversicherung nicht nach seinem Willen unbedingt entscheiden muss, ob die EM-Rente wirklich am 1.4. beginnt. Die hätte auch viel später beginnen können. So, okay. Dann, das wissen Sie wahrscheinlich aus den EM-Rentenverfahren, dass dann geht Schriftverkehr hin und her, Ärzte werden angeschrieben und Stillruder See. Im Oktober 2020 haben wir dann einen Bescheid bekommen. Und der hat uns etwas überrascht. Und zwar bekam unser Mandant doch tatsächlich eine Erwerbsminderungsrente zugebilligt, und zwar zum 1.4.2020. Aber nicht als volle Erwerbsminderungsrente, sondern nur als teilweise Erwerbsminderungsrente. Grundlage dieser Rente, die teilweise Erwerbsminderungsrente lag bei ungefähr 1.300 Euro brutto, waren persönliche Entgeltpunkte, die in der Rente berechnet worden sind, von ca. 77 Entgeltpunkten. Also doch schon eine ganz große Masse an Entgeltpunkten. Auslöser für die 77 Entgeltpunkte waren natürlich auch die Zurechnungszeit und ein geringer Rentenabschlag. Unser Mandant hat auch noch diesen Vorteil gehabt nach § 77 Absatz 4, dass er einen geringen Rentenabschlag bekommen hat. Also nicht 10,8%, sondern nur 5,4%. Soweit erinnerlich. Alles klar, daraufhin haben wir gegen diesen Rentenbescheid Widerspruch eingelegt und haben mal vorsichtig bei der Deutschen Rentenversicherung angefragt, na, wie sieht es denn mit der beantragten Altersrente aus? Unser Mandant möchte ja mehr Geld haben, steht ihm ja zu. Daraufhin hat die Deutsche Rentenversicherung eines gemacht, nämlich nichts. Wir haben keine Antwort bekommen. Unser Mandant war auch dann relativ ruhig. Es war ja dann Weihnachten, Jahreswechsel. Und im Januar haben wir bei der Deutschen Rentenversicherung nachgefragt, und zwar ein bisschen mit Nachdruck, und haben dann die Deutsche Rentenversicherung aufgefordert, endlich die beantragte Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu bewilligen. Und im März 2021, also diesen Jahres, kam dann dieser Rentenbescheid. Und der hat uns auch überrascht, weil in diesem Rentenbescheid die Entgeltpunkte aus der teilweisen Erwerbsminderungsrente von 77 Entgeltpunkten auch Grundlage der Rentenberechnung für diese Altersrente gewesen sind. Hätte unser Mandant nur die Altersrente beantragt, dann hätte er nämlich statt den 77 Entgeltpunkten nur ca. 70 Entgeltpunkte gehabt. Das heißt also, Grundlage der Berechnung der monatlichen Altersrente aus der Altersrente für schwerbehinderte Menschen waren die besitzgeschützten 77 Entgeltpunkte aus der vorhergehenden Erwerbsminderungsrente. Und warum besitzgeschützt? Da gibt es eine Vorschrift im § 88, da steht sinngemäß drin, wenn du, Versicherter, eine Rente gehabt hast, zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente, und du bekommst nach der Erwerbsminderungsrente dann eine Altersrente innerhalb eines Zeitraums von 24 Kalendermonaten. Nach Ende der Erwerbsminderungsrente bekommst du die in der Erwerbsminderungsrente anerkannten Entgeltpunkte besitzgeschützt, also als die Entgeltpunkte, die auch für die Altersrente gelten. Und da die besitzgeschützten Entgeltpunkte aus der Erwerbsminderungsrente, die wir ja für den 1.4.2020 bekommen haben für unseren Mandanten, bei 77 Entgeltpunkten lagen, hat er genau diese um 7 Entgeltpunkte höheren besitzgeschützten Entgeltpunkte als
Grundlage für die Rentenberechnung der monatlichen Rente bekommen. Und das waren über 200 Euro mehr Bruttorente, als wenn er die normale Altersrente hier bekommen hat. Warum nichts für schwache Nerven? Das ist ganz einfach. Wir müssen hier ein ganz schönes Klavier spielen, nämlich das Rentenklavier. Wir haben einmal die Frage zu klären gehabt, schaffen wir es, dass unser Mandant vor der Altersrente noch die Erwerbsminderungsrente bekommt, also beginnt die vor der Altersrente. Dann haben wir damit nämlich das Problem des sogenannten Rentenwechsels nach § 34 Absatz 4 SGB 6 umschifft. Erste Stufe oder erste Klaviersonate, die wir sozusagen hier spielen mussten. Und dann natürlich die Frage, ob der Besitzschutz hier greift und wenn ja, in welcher Höhe. Und da waren wir selber auch sehr erstaunt, dass der Besitzschutz hier sozusagen für unseren Mandanten greift, weil er ja eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen hat. Ja? Und da könnte man ja annehmen, dass nur die Hälfte von den 77 Entgeltpunkten hier besitzgeschützt sind. Nein, auch für eine nachfolgende Altersrente greift hier der Besitzschutz und zwar immer in Höhe der vollen festgestellten Entgeltpunkte aus der vorhergehenden Rentenberechnung der Erwerbsminderungsrente. Unser Mandanten hat es gefreut. Wir haben den Widerspruch gegen den EM-Rentenbescheid, also wir wollten ja die volle EM-Rente haben, natürlich zurückgezogen. Er hat noch eine schöne Rentennachzahlung bekommen vom 1.9. bis März 2021, waren auch nochmal ca. 18.000 Euro. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, er bekommt für die Zukunft über 200 Euro brutto mehr Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.